Seid gegrüßt und willkommen zur 52. Episode meiner Temtem Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich muss mal eben hier den Status meiner Temtem checken. Also genau den Status. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen hier rein. Belsoto-Leutnant, du bist zu spät. Ihr Schufte solltet bereits vor einer Stunde zurück sein. Und wo ist der Rest eurer Truppe? Nein, ich will keine Entschuldigung hören. Haltet die Klappe und folgt mir. Alles klar, ich habe einen Rucksack und ein Temtem draußen. Riesenbanyan, die lebende Festung. Natürlich muss ich hier im Kreis gehen und gegen die anderen kämpfen. Achso, Carlos. Also gut, wenn wir das wirklich tun, dann lass es uns jetzt tun. Wow, er versteckt sich immer. Psst, zieh jetzt keine Aufmerksamkeit auf mich, Grimbob, sonst finden sie mich. Geh einfach weiter, ich muss ihren inneren Kreis infiltrieren. Okay, kämpfen wir? Natürlich. Ha, schaut mal, ein neuer Rekrut. Komm her, lass dich ein wenig von uns ärgern. Das ist Tradition. Alles klar. Kalibis und was? Oh nein. Ich kann nur das wieder machen. Aber auf wen? Dann macht's mal auf den. Ja, Sandspritzer ist bestimmt ganz toll auf euch. Ja, beide auf Grandpa. Wobei ich Kalibis für gefährlicher halte, dadurch, dass er Würgen hat. Ah, vielleicht nutzen die es ja nicht. Okay, Windstoß. Gut. Giftige Tinte. Oh oh. Ist geil. Ah, oh oh. Grandpa war erschöpft. Okay. Das macht 80, das macht 100. Wir nehmen das hier natürlich. Was? Server wurde neu gestartet. Bitte versuche in einigen Sekunden erneut dich zu verbinden. Nur gut, dass auch der Status gespeichert wird, während man in einem Kampf ist. Wir versuchen es einfach mal. Ah, cool. Das finde ich gut. So, Schwanzschlag, ist das stark? Wir machen einfach wieder wilde Klaue raus. Ne, eventuell sollten wir Skyle heilen. Salbe plus. 70 LP, wie viel hast denn du? 68. Ja, okay, verschwenden wir ein paar Punkte. Ich hätte vielleicht Hutschik heilen sollen. Grandpa wird ohnmächtig. Oh oh. Oh, verdammt. Oh oh. Ich muss auf jeden Fall Hutschik heilen. Oder wiederbeleben. Ja, toll. Wasser war ja stark gegen... Oh, ernsthaft? Server wurde neu gestartet. Bitte versuchen, eine Sekunde erneut dich zu verbinden. Ob zu viele versuchen zu spielen? Wer weiß. Also, wie ich dabei war zu sagen, dass ich ein Pflanzen-Temtem nutzen werde. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es gerade Early Access ist noch und so weiter. Scharfe Blätter auf das. Ich hätte jetzt doch lieber ein Wasser-Temtem draußen. Naja. Ist Sand gut gegen? Du nimmst mal das da drauf. Wir müssen Kalibis... Oh nein, wieder unterbrochen. Ach, schade. Eventuell wird's doch nichts. Ich warte mal noch eine Weile. Wenn nicht, nehme ich einfach weiter auf, wenn es weitergeht im Spiel. Wie gesagt, der Status, wo man gerade ist, wird gespeichert. Von daher kein Verlust. Okay, es ging jetzt einfach ganz schnell weiter. Okay, Kalibis ruht sich aus. Wir haben es nicht geschafft, ihn wegzuhauen. Dafür nehmen wir aber Allergenschwall. Das sollte recht stark sein. Ich guck mal, zurückhaltender Groll. Das sollte ihn eventuell auch umhauen. Eigentlich würde ich lieber auf einen Wassertemtem wechseln, aber naja. Wow. Oh oh.
Okay, das reicht noch. Ist natürlich voll die Verschwendung jetzt auf... Moment mal. Ach, das war andersrum. Ach, verdammt. Aber gut, dass Calabis sich jetzt noch... Wow. Sich jetzt noch so... Wow. Selber umgehauen hat. Na, das muss ich ja schon... Dem Calabis so... Oh, schon wieder. Ich denke, das wird mit der Episode für mich jetzt nichts. Für euch wahrscheinlich schon. Ihr seht dann ja, ob ich das weitergemacht habe oder nicht. Und? Ach, geht doch. Vielleicht. Dann raus mit Calabis. FOMO. Ach, so ein Wölkchen, Schweinchen, was auch immer. Wir können, glaube ich, alles machen. Alles wird es umhauen. Und du? Schwanzschlag? 50? Ja, mach das mal. Oh, ich hätte das vielleicht auf Smasi machen sollen. Nein, 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 nein. FOMO benutzt Blasen. Nicht gut. Schade, dass man nicht sieht, wie viel Schaden zugefügt wurde. Tatro Level Up. Okay. So, ja. Wasser ist jetzt natürlich nicht so sinnvoll. Aber würgen. Okay. Ich denke, ich lasse es und spiele einfach später weiter. Für euch ist es dann ohne Unterbrechung. Für mich schon. Ich versuche es noch bis zum nächsten. Oder? Nee, ich breche das jetzt ab. Und es geht weiter für mich. Dann starte ich den Kampf erneut. Bla bla bla. Das hat man schon gelesen. Da-da-da. Da-da-da-da-da. Hatte ich eben auch Hutschick draußen? Keine Ahnung mehr. Wen habe ich denn angegriffen? Wir gucken einfach mal. Das wäre Grandpa umhauen. Hat er noch funktioniert? Nein, 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 nein. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ja, Hutschig ist down. Dann nehmen wir doch wieder... Ich überlege gerade Skyl. Ja, wir nehmen Skyl. Achso. Calabis nehme ich dann. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Er kann dann Würgen auf Calabis machen. Er macht Schwanzschlag auf Grandpa. Reicht natürlich nicht. Okay, er hat sich jetzt erschöpft und kickt sich raus. Sehr gut. Oh nein, nein, nein. Na, verdammt, das kommt mir auch bekannt vor. Aber Calabis hat sich verletzt. Das ist gar nicht schlecht. Ich überlege gerade, war jetzt Pflanzen gegen Wasser gut? Ja, oder? Hätte ich mal was mit Wasser. War Sand nicht gut gegen Feuer? Mal gucken. Hm, geht so. Oh oh. Das ist natürlich jetzt schlecht, dass ich, ne? Pflanze gegen Feuer habe. Hm. Wie viel Schaden soll das mal? 130? What? Die Frage auf wen? Ich würde sagen auf Calabis. Weil wir auch noch das rausgehauen haben. Oh oh, das wird knapp. Nein! Alter, was soll denn das immer? Gar nicht übertrieben. Aber es tut, was es soll. Okay, was haben wir noch für eine Auswahl? Umishi. Das Gut ist halt Wasser gegen Feuer. Mal gucken, was die jetzt noch da haben. Fum, ach ja, dieses Watte. Irgendwas.
Natürlich. Achso, Wasserkugelwerfer oder das hier? Oh ne, wir nehmen das hier. Für das. Du. Kannst du überhaupt was machen, ohne ohnmächtig zu werden? Nö. Dann kriegst du. Ne, du ruhst dich einfach mal aus. Das hat wie gewünscht funktioniert. Okay. Sieht aus wie ein Debuff. Was gar nicht so schlecht ist. Tataru Level Up. Ja, bringt das was, so ein Wasserzeugs zu machen? Ah, wahrscheinlich nicht. Aber wir nehmen es einfach. So, du machst jetzt Schwanzschlag. Ach, das war das. Ja gut. Oh nein. Hat das jetzt irgendwie. Oh, verdammt. Ah, das war aber gut. Sehr schön. Stechender Regen wird wahrscheinlich auch nicht viel bringen, ne? Ah, wir machen genau so. Das geht nicht. Sandspritzer? Ne, wir nehmen lieber das hier wieder, wilde Klaue. Das war voll gut. Alter, gut. Ja, du kannst das jetzt auch raushauen. Kannst nichts machen. Piu, piu, piu. Ja, Omishi ein bisschen verletzt. Passiert. Verdammt, du bist zäher als erwartet. 453 Pansons. Na gut, du hast wohl das Zeug, ein wahrer Belsoto zu sein. Klar. Was macht... Ach so. Oh, wie unauffällig der ist. Ich muss eben schauen... Oh, da will ich gar nicht hin. Ich wollte da drauf. Ich muss schauen, dass ich eben alle heile. Wo ist mein Dingens? Verstärker Kirsch? Nee, Temesins Flasche suche ich. Tada. Ja, gehen einfach weiter. Bleibt ja nichts anderes übrig. Hä? Was war das? Ich glaube, da hat sich hinter dir was bewegt. Ist nur ein Schatten. Temtem los. Ja, warum nicht? Tuvai und Ganki. Huchik und Skull. Natürlich das hier, aber auf wen? Ich glaube, Ganki... Ach, das muss funktionieren. Dann wir hauen alles auf Ganki raus. Ja, das sieht gut aus, finde ich. Oh nein, oh, wie ich das hasse. Autsch. Wir müssen aber jetzt auf jeden Fall... Oh ne, Psy-Schub ist ein bisschen... Es kostet nur 15. Dann raus damit aber auf Tuvai. Du haust Ganki hoffentlich um. Oh nein, Alter. Sehr gut. Dann heil dich mal, Sky. Oh oh. Oh nein. Oh, ein Glück, dass er sich geheilt hat. Oh, schade, hat nicht gereicht. Aber Skyl hat ein Level Up. Das finde ich geil, Skyl. Oh nein. Oh nee, das hat voll die harten Attacken. Kacke. Hypnotisieren. Wilde Klaue, reicht das? Oder wird Schwanzschlag reichen? Ich hoffe mal. Oh, verdammt. Das wollte ich halt nicht haben. Da muss ich erstmal Huchik heilen, sonst wird das nichts. Vulvia Feuer, ne? Nee, was ist das? Okay. Huchik, Salbe Plus. Das lohnt sich voll. Zurückhaltender Groll. Machen wir das mal auf, dieses Vulvia. Ja, schlaf weiter, Oceara. Oh, verdammt. Skyl, bitte nicht abbrennen. Oh fuck. Wow. Skyl ist aber down. Ein Feuer-Debuff. Oder ein Dot.
Oziara ist nicht mehr eingeschlafen. Ich überlege immer noch. Ich denke immer, dass Pflanzen gegen Wasser stark sind. Aber irgendwie habe ich da wohl einen Denkfehler oder vertue ich mich da gerade? Naja. Ja, wir gehen da drauf. Du machst... Oh, was weiß ich da drauf? Und go. Oh, es reicht wieder nicht. Ich hoffe, ich habe beides auf. Oh, verdammt. Aber es hat keine Ausdauerpunkte mehr. Gut. Oh nein, dieses Geräusch. Und dann hauen wir halt wieder alles raus, ne? Allergenschwall. Leider nicht genug. Oh, das war super. Also doch, Pflanzen gegen Wasser ist stark. Ah, vielleicht kommt es auch auf die Mischung an. Diese Taktik, sowas bringt man uns bei Telobos nicht bei. 412 Pansons. Ich muss aber... Pa, du hast gewonnen. Ja und? Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich muss bei der Herrin Bericht erstatten. Du bleibst hier und passt auf. Okay. Oh, dieses Weiterlaufen, das nervt schon ein bisschen. Ich muss aber echt raus und schauen, dass ich alle geheilt kriege. Und auch mein Temesense-Fläschchen voll kriege. Wäre nämlich echt blöd, wenn ich dann... Oh, verdammt. Ist auch noch dieser ultraweite Weg, ne? Das ist doch Absicht. Das ist echt Absicht. Ja, dann bleibe ich halt hier drin und gucke, dass ich die alle so über Wasser halte. Wen haben wir denn überhaupt zum... Moment mal, Skyle ist down. Hutschik müsste geheilt werden. Das Timmissons Fläschchen ist leer. Verdammt. Leber. Wo ist denn eigentlich hier irgendwas? Temkarte. Talapfel. Ja doch, ich gucke jetzt gleich bei Hutschik mit diesem, was auch immer, Apfel oder so. Was waren das hier? Vitalapfel. Bisschen heile. Genau, und Skyle. Ich überlege gerade, ob ich den wiederbeleben soll. Ah, ja, wir haben ja noch zwei. Was soll's? Habe ich noch irgendwas zum Heilen? Ach, der kann sich so heilen. Hoffe ich. So. Und? Mir gefällt dein Gesicht nicht, Rekrut. Alles klar. Schön direkt. Und bitte nicht wieder vier Gegner. Oh nein. Natürlich werden die auch vom Level her besser oder höher. Verdammt. Das ist Pflanze, das ist... Melee. Na, super. Und eigentlich kann ich Skyle direkt wegpacken. Das bringt ja so nichts. Ach, wir lassen ihn draußen. Oder sie? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, vierfacher Schaden. Wusste ich gar nicht. Dann heilt Skyle sich mal. Und Taifu hat sich mal gebufft. Super Idee. Und Tataru ist aber auch gut beim Leveln dabei. Kriegt er genauso viel Erfahrung wie Skyle. Und Skyle ist dabei. Krass. Pflanzen, ne? Ja. Guck mal, das war Telekinese-Schrapnell auf Taifu hauen. Schwanzschlag dann auch auf Taifu. Und? Ja, das geht. Ja. Aua. Hätte noch ein bisschen mehr sein. Oh nein. Oh, wie ich das hasse, wenn das passiert. Ja. Macht natürlich Energiemanipulation auf Taifu. Und hiermit heilen wir natürlich wieder Hutschik. Skyle heilt sich gleich, weil Taifu down geht. Dann bekommen beide wieder Erfahrung.
Kristallisieren, gut, mach das. Buffen finde ich immer gut bei Gegnern. Tataru Level Up. Ja, Level Up. Piranjant, okay. Ja, wie machen wir das? Ich würde sagen, Energiemanipulation. Na, oder machen wir hier was Stärkeres? Moment mal eben. Wir machen das hier auf Crystal. Du machst das auch auf Crystal, damit wir den auf jeden Fall weg haben. Wobei ich hätte es eher auf Piranjant machen sollen. Weil Crystal hat halt. Na super, nichts gebracht. Ah, gut. Hat jetzt. Autsch. Ja, das war halt das Blöde, weil es kann eh nichts machen. Ohne Ausdauer. Wow. Diese übertriebenen. Alter! Echt schwierig gerade. Ich mach. Energiemanipulation. Und du heilst mal wieder Hutschik. Ich hoffe, das reicht diesmal. Es wird nicht reichen, verdammt. Okay, vielleicht wenn es irgendwas macht und sich dann selber verletzt, das könnte die Rettung sein. Ey, bloß nicht. Gut. Nein! Oh, verdammt. Dann hätte ich... Was? Okay. Pflanzen. Ach so, nee, wie viel? Ist natürlich blöd. Wir machen das auf dich und du machst scharfe Blätter da drauf. Das passt jetzt hoffentlich. Auch wenn Hutschik sich selber verletzen wird. Erniedrigender Schlag. Okay. Autsch. Okay, dann die Blätter auf Crystal, sehr gut. Natürlich ist Sky wieder down, ne? Neue Technik, geil. Aber was nehmen wir weg? Erniedrigender Schlag, den haben wir gerade auch gesehen. Was nehme ich denn am seltensten? Psyschub? Wie viel Schaden macht das? Um 100? Das macht 80, das kostet 15. Will ich das hier wechseln? Und? Oh, verdammt. Was ist denn jetzt los? Hutschik entwickelt sich. Glückwunsch. Hutschik wurde zu Tental. Jawohl. Sehr gut. Darauf habe ich ja hingearbeitet. So ein bisschen. Die letzten Folgen. Dein Temtem mag ich auch nicht. Okay. Danke. 355 Pansuns gewonnen. Das wirst du noch bereuen. Ich werde dich beim Leutnant anschwärzen, weil du einen anderen Belsoto angegriffen hast. Freu dich schon darauf, das Klo zu putzen, du Loser. Ja, mach dir mal. Bin ja eh nicht bei denen. Ja, cool. Erstmal das Tempel endlich hochgelegt. Ein Tental habe ich jetzt. Cool. Ah, ursprünglicher Bändiger. Steht das immer da dran? Ja, ist doch ganz gut. Eigenschaft Rächer, war das immer so? Erhöht Special Attack und Geschwindigkeit um eine Stufe, wenn ein Verbündeter kampfunfähig wird. Okay. Cool, denke ich. Ja, echt cool. Dann beende ich auch die Episode für heute. Wenn sie euch gefallen hat, können sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie Tental sich so im Kampf macht, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.